Hallo liebe YouTube-Freunde, heute spreche ich über die Konstellationen für den letzten Monat in diesem Jahr 2021 und was uns Nostradamus prophezeit. Dieser Monat November gibt uns nur eins, etwas Frieden und Sicherheit. Somit sollten wir nicht unzufrieden sein und nicht jammern und Auseinandersetzungen vermeiden. Doch zuerst die Prophezeiung Nostradamus, Zenturie, Vers 31. Das Heilige Reich kommt nach Deutschland. Die Araber finden die Orte frei zugänglich. Die Esel wollen auch die Wiedergeburt. Die Unternehmer sind unter Dach und Fach. Immer wieder weist Nostradamus auf den großen Krieg hin, der kommen wird. Und schon jetzt erleben wir, wo der Krieg schon tobt. Bleibt nur die Frage, werden wir in Deutschland verschont bleiben? Leider nein. Da Nostradamus ein Franzose war, hat er sich kaum für Deutschland interessiert. Aber er lässt keine Zweifel aufkommen, dass auch wir heftig in den Krieg hineingezogen werden. Nostradamus spricht in einem seiner Verse: Das große Kamel wird kommen, um aus dem Rhein und Donau zu trinken. Aus heutiger Sicht kann er nur die Mohammedaner gemeint haben, die ihren Durst am Rhein und an der Donau stillen. Denn er hat auch prophezeit, dass viele Flüchtlinge nach Europa kommen, die einen anderen Glauben haben und wir sie willkommen heißen und wir mit ihnen Geschäfte machen werden. Auch hat er prophezeit, dass deutsche Soldaten immer wieder in Kriege hineingezogen werden und viele deutsche Soldaten ihr Leben lassen müssen. Aber auch im süddeutschen Raum wird es zu einem heftigen Kampf kommen, mit vielen Opfern. Dieser Krieg, auf den Nostradamus immer wieder hinweist, bedeutet große Hungersnot und dazu noch viele Seuchen. Somit lässt dieser Vers keinen Zweifel daran aufkommen, dass der nächste Weltkrieg vor Deutschland nicht gestoppt werden kann. So wollen wir den Frieden in diesem Monat in uns aufnehmen, zurückhaltend sein und Machtkämpfe vermeiden, die zu Feindschaften ausarten können. Wir sollten uns beherrschen und besonnen vorgehen, denn einige Tage können doch sehr explosiv werden. Ich wünsche euch eine schöne, friedvolle und besinnliche Adventszeit. In göttlicher Liebe, eure Deria.